Hallo und herzlich willkommen nun zurück zu Sorted Online. Hallo Fragment. So, und wir sind jetzt hier im Rüstungsladen. Hier kann man so gesehen Rüstung und so weiteres kaufen. Ja, und ich muss da noch ein bisschen noch Geld rankriegen. Ja, Quests machen oder etc. Mal gucken. Hier kann man soweit auch Waffen kaufen, so wie bei den anderen Laden. Hier haben wir auch zum Beispiel für den jeweiligen Charakter wird das eben halt oben angeblendet, wer das damit ausgerüstet werden kann. Und was die eben halt dementsprechend für Werte geben. Zum Beispiel können wir auch mit der Axt kämpfen. Wir haben eben halt auch immer so, ja, dementsprechenden Stats halt pro Waffe. Hier haben wir einen Laden, hier können wir so gesehen Tränke und etc. kaufen. Dann haben wir hier Heal Potion in dem Sprechen und das ist auch nicht schlecht. Wenn es 300 SP generiert für 3 Minuten. Das ist ja hier. Medizin. Ah, hier können wir so gesehen unsere Stückzahl. Hier können wir nur maximal 10 Stück haben. Nehmen wir auf jeden Fall. Oh, das ist Lisbeth. Hier haben wir unser Kleinen. Den können wir auch in unsere Party haben, wenn wir wollen. Was haben wir hier? Hier haben wir so gesehen Buff-Food. Sie liebt es. Also man kann hier schon eine Menge machen. Hier immer wieder so ein Laden. So, jetzt gehen wir da wieder raus. Jetzt wissen wir, wo wir unseren Markt haben und so weiter, wo wir denn was kaufen können. Mal gucken. Ich denke mal, das wird sich irgendwann. Oh, was ist hier denn los? Ich denke mal, das lässt sich bestimmt irgendwann auch mehr aufwerten. Also sprich, dass wir auch noch viel, viel bessere Sachen da kriegen werden und so weiter. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo dieser Lieftor halt ist, wo wir dann eben halt jetzt hier rauskommen. Damit wir auch mal kämpfen können. Mal gucken. Ich denke mal, gleich sind wir hier auf diesem Platz und dann können wir da, glaube ich, dann. Ah, ja. Okay, heißt also, wir können jetzt von den Fluren von 76 bis 100 und halt auch zu einem. Also zu diesem geheimen Area. Gehen wir raus. Da sind wir jetzt draußen. Ah, hier können wir so gesehen die ganzen Daten sehen, wie stark das hier irgendwie ist. Also sprich an den Level. Details, also wie man das hier, also die Strategie hier, dementsprechend von dem Flur. Dann sehen wir eben halt Boss-Details, die Checkliste der Quests und so weiteres.
Ja, Main Player eben halt haben wir Kirito und Asuna. Oder eben jedenfalls auch mein Charakter Tobiko. Dann haben wir außerdem auch, ja, wie die Leaders wie Viola oder Klein hier dementsprechend, die hier mit attackieren können und so weiteres. Also die sich auch ganz gut da auch mit eignen könnten. Haben wir unser Kampfteam hier. Wenn wir dementsprechend halt dann kämpfen. So. Da sehen wir aber schon andere kämpfen, finde ich auch zum Beispiel echt cool. Okay. Sehen wir auch noch die anderen hier mit angezeigt. Also die anderen Spieler, wie viel Leben sie haben und so weiteres. So, wir müssen auch. Da. Yay, guck mal. Das ist auch cool. Arigato. Haben wir ihm mal ausgeholfen hier. Sehr schön. Aber ist schon jetzt gesäubert hier? Ne, die kommen immer wieder.
Aber wir haben es jetzt erstmal geschafft. Gucken wir mal. Quiz. Da fehlt uns noch 2. Okay, noch einer. Na komm jetzt. Ich will mein Loot haben. Ja, endlich. Okay. Was haben wir? Okay. Dann gehen wir mal weiter. Da. Oh, da haben wir sie ja. Dann ja auch noch uns angezeigt außerdem. Und da haben wir die Gilde von Asna. Ja gut. Ah, cool. Oh yeah. Dankeschön. Ja, auch schön Belohnung hier. Gut. どうした? Lizardman. Okay, werden wir machen. Dungeon. Domo. Dankeschön. Mm-hmm.
Okay, hier kommen wir ja noch nicht weiter. Okay. Sympathiepunkte. Okay, hier werden wir nichts mehr finden. Gehen wir mal weiter. Sehr, sehr cooler Move. Hat schon irgendwie Style. Ah. Das ist eine Truhe. Oh, es ist ein stärkerer hier, Paladin. Ah, okay, wie sie sich verhalten soll. Nice.
Oh oh. Da ist was los. Okay. Sieht das jetzt nicht? Achso, jetzt. Ahaha. Okay. Wir müssen jetzt mal noch ein Target nehmen. So. Nochmal schnell aufgeräumt. Arigatou. Sehr gut. Oh, hier gibt's nichts mehr, oder? Nö. Die Zeit vergeht. Ah, okay. Tschüss. Oh, nice. So, müssen wir nochmal da runter. Oh, jetzt geht's los hier. Alles klar, kein Problem, wir helfen gerne. Sehr gut. Irgendwo noch so eine Pflanze? Nee, hier nicht.
Nö. Ah, die Moves sind schon echt cool mit Dual Blades, irgendwie, weiß nicht. Ich finde ja allgemein immer so. So Double-Dinger so, sowieso echt cool. So. Oh, eine Schatzruhe. Ah, okay, cool. Grand Hell Potions. Die haben wir auch am Start. Oh, jetzt wird's dunkel hier. Ah, da haben wir noch was. Ups. Irgendwo müsste noch so eine Pflanze sein. Wir brauchen ja noch zwei Stück. Müssen wir noch einsammeln für die eine Quest. Dann können wir alle drei abgeben. Special Monster. Jawohl. Oh, sehr gut. So, Special Monster haben wir besiegt. Ja, und das war's jetzt mal soweit. Wir werden im nächsten Part auf jeden Fall hier weitermachen. Ich danke euch fürs Zuschauen und lasst mir gerne euer Feedback da. Ansonsten schaut uns unten in der Playlist, findet ihr auch noch vorige Parts, falls ihr da gerne mal Lust und Laune habt. Und ja, ich bin echt noch gespannt, wie es auf jeden Fall weitergeht. Also die Zeit verfliegt auch ziemlich schnell. Und
Ja. Aber es macht echt Laune und ich kann es echt nur empfehlen. Okay, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Chica Tobi und haut rein.